Du hast dich vielleicht bei einer Freundschaft plus ein wenig verliebt oder hast dich verknallt und fragst dich, wie es jetzt weitergehen kann. Vor allen Dingen, wenn er nach dem ersten Sex wegbricht, sich gar nicht mehr meldet. Das habe ich euch extra ein Tipp für dich mitgebracht. Ganz ans Ende. Fünf habe ich dir mitgebracht, für insgesamt aus Freundschaft plus mehr zu machen. Da unterscheiden sich nicht auf Freundschaft plus Männer und Frauen meistens schon. Hier geht es darum, wie kannst du das Interesse von dem wecken, der einfach nicht so viel will und häufig ist das, wie ich auch gleich erklären werde, der Mann. Deswegen gib die Hoffnung nicht auf. Denk nicht, dass du dich mit Freundschaft plus abfinden musst oder dass das Ende der Fahnenstange ist. Ganz im Gegenteil, es kann ein wunderbarer Start sein, denn Untersuchungen sagen, dass bis zu 4/5 der Beziehungen am Anfang erstmal gar nicht direkt in Beziehung gehen, sondern sich kannten. Dabei kann es auch eine Freundschaft plus gewesen sein. Hab also Hoffnung und ich hoffe dir mit meinen 5 Punkten hier auf jeden Fall weiterzuhelfen, in Richtung Beziehung zu kommen. Freundschaft plus ist für mich so ein bisschen vorneweg das Ding, was heute der coole Name ist für früher eine Affäre. Freundschaft plus, und das muss der Freundschaft plus auch zugestehen, hat wenigstens im Vergleich zur Affäre noch so etwas Nettes, Gemeinsames, Freundschaft. Man geht davon aus, dass man sich kennt, dass man eine gute Zeit miteinander verbringt und ab und zu dann es eventuell auch mal zu Sex kommt. Bei der Affäre ist diese Freundschaft gar nicht so ganz da, sondern man hat einfach was, aber es passt nicht ganz, weil beide in einer Beziehung sind, weil sie gerade beziehungsunfähig sind, etc. Ich gehe also davon aus, dass ihr tatsächlich, dass ihr durchaus einen freundschaftlichen Umgang habt. Ansonsten, falls du in einer waschechten Affäre steckst, das Video wird dir auch helfen. Nur manche Sachen, da braucht man hier und da natürlich ein bisschen mehr Nähe. Vielleicht gelingt es dir aber, wirst du inspiriert, hier das hinzukriegen. Also, Freundschaft plus, das große Problem ist, dass sich hier zwei begegnen, die sich auf jeden Fall mindestens so gut finden, so heiß finden, dich so cool, so toll findet die andere Person, dass die Person mit dir Sex hatte, Sex haben wollte, eventuell sogar mehrfach. Wie gesagt, am Ende, wenn es gerade erst nach dem Sex zu dem großen Loch kommt und er sich oder der andere sich einfach nicht mehr meldet. Freundschaft Plus ist damit für mich eine Chance. Ich habe schon immer als Ex-Zurück-Coach gesagt, wenn du von Ex zurückkommst, der Partner trennt sich und denkst, oh mein Gott, wie kriege ich denn ihn zurück und so weiter und so fort, sei nicht verschlossen gegenüber einer freundschaftlichen Phase, weil wenn die freundschaftliche Phase tatsächlich funktioniert und zusammenkommt, dann hast du die Möglichkeit, denn, und das ist für mich auch der erst wichtige Punkt, hinter einer freundschaftlichen Phase erinnert sich ja jeder noch, dass man auch mal Sex hatte. Und wenn dann die freundschaftliche Phase gut ist, cool läuft, dazu gleich weitere Tipps, dann kann dieser Funke, dass da eigentlich noch mehr mitgeschwungen ist, leichter überspringen. Und damit kommen wir zum zweiten Tipp, der für mich ein essentieller Tipp ist. Ganz wichtig, ich habe auch ganze E-Books geschrieben, wie du aus der Friendzone, aus der Freundeszone rauskommst. Das ist allerdings noch ohne Sex. Ganz wichtig für mich, wenn du in der Freundschaft plus steckst, viele machen den Fehler, dass sie denken, okay, ich komme nicht weiter, was passt nicht, was ist nicht gut genug, etc. etc. Dabei ist Freundschaft plus für mich schon dort, wo ich so nah dran bin, dass ich auch so ein bisschen meine Strategie ausfahren kann und dass ich in meinem Kopf auch denken kann, na warte, ich habe Zeit, wir werden noch sehen, wer hier zuletzt lacht, der lacht sowieso am besten. Und ich gehe definitiv für mich auf den Punkt, wo ich in Richtung Strategie gehe. Und ein wunderbares Prinzip ist für mich das James-Bond-Prinzip. Was macht einen James-Bond-Film so spannend? Es sind die völlig verschiedenen Elemente, die hier zusammen in einen Film gepackt werden. Einerseits haben wir hier den ultrastarken Superheld. Dann haben wir den ganz großen Bösewicht, der den Superhelden sogar kaputt machen kann. Dann haben wir hier zwischendurch irgendwie schöne Szenen, die uns an Urlaub erinnern, irgendwo am Strand und sonst was, im Casino etc. Dann haben wir Sex. Bisschen erotisch, bisschen knistern. Da geht der James Bond dann wunderschön mit seinem tollen Körper am Strand entlang. Und natürlich das Bond-Girl, was dann auch mal gefeiert wird. Plötzlich ist die Erotik da. Und plötzlich gibt es Überraschungen. Und dann gibt es noch ein paar technische Gimmicks. Und ein Auto, was vielleicht sprechen, fliegen und rückwärts laufen kann. Egal, das alles wird ständig durcheinander gemischt.
Ein James Bond-Film. Je schöner der Potpourri der Abwechslung gelingt, desto mehr spricht es unsere Psyche an, weil unsere Psyche einfach nur wahrnimmt, oh, was anderes, oh, schon wieder was anderes, was anderes. Freundschaft plus, achte mal ganz kurz, geh mal ganz kurz in dich. Wie ist das bei euch beiden? Ist es so, dass es immer dieselben Sachen sind? Ihr trefft euch mal ganz so das Beispiel immer zum Angeln und manchmal wird es später und ihr landet in der Kiste. Oder ihr kennt euch einfach aus dem Sport, weil ihr zusammen Beachvolleyball spielt. Oder irgendwas anderes. Und ab und zu, bei manchen von diesen lustigen Abenden, wird der Abend noch lustiger. Dann ist das für mich ein dünner Boden, weil es zu wenig Abwechslung gibt. Es ist ja immer das Angeln, immer das Beachvolleyball, immer diese Netflix-Serie. Wo ist die Unterbrechung? Wo ist etwas anders? Und das überleg dir jetzt ganz kurz, kannst du ja auch ein Zettelchen nehmen nebenbei, während du mir zuhörst, einfach schon mal Notizen machen, wo kann ich was anderes machen? Ganz große Kleinigkeiten. Zum Beispiel, wenn ihr zusammen kocht, hey, ich habe das und das, was ich gut kochen kann, was du mir gesagt hast, was dir schmeckt. Ich koche es dir mal, mal sehen, wie es dir schmeckt und so weiter und so fort. Wäre jetzt noch eins dazulegen, lass uns zusammen vorher einkaufen oder bitte hilf mir bei den Einkäufen, weil und so weiter. Und schon hat man Einkaufen, eine Atmosphäre und dann zusammen das Kochen, eine ganz andere Atmosphäre. Und dann von mir aus noch ein Film und dann hat man drei verschiedene Sachen und in der Psyche vom anderen geht plötzlich hoch, oh, Reichhaltigkeit mit dir assoziiert, wie cool, Reichhaltigkeit mit dir. Spaziergang, wie häufig sage ich, nicht nur was essen, nicht nur was trinken gehen, sondern noch woanders hingehen und dann dort noch den Cappuccino und noch woanders hingehen und dann dort sich was anschauen. Vielleicht ist das auch der richtige Zeitpunkt, mal kurz nachzuschauen, welche kulturellen Sachen es in der Stadt gibt. Irgendwo kann man Tango tanzen. Wollte ich nie, aber mal schau mal vorbei. Irgendwo ist ein Freilichttheater, irgendwo ist irgendein Event, irgendwo gibt es in der Umgebung den coolen Wasserfall. Trau dich, so ein paar Sachen dir zu überlegen. Und ganz geil ist, wenn du sowas findest wie eine Brücke, ein hoher Kirchturm, wo man hochsteigen kann und runterschauen kann. Nimm gern so eine Ausrede wie, da wollte ich schon immer mal hoch oder Freunde haben davon geschwärmt. Kommst du kurz mit? Bist du dabei? Ganz ohne Sex dabei, nicht an Hintergedanken, nichts sollte davon durchgehen, sagt der Motto, und da oben sind sie vielleicht alleine, da springt ja jeder weg. Sondern auf den Kirchturm, da war ich schon immer mal. Weil Achtung, jetzt wieder eine süße Untersuchung. Wenn Menschen irgendwo zusammen zu zweit stehen und sie schauen da irgendwo tief runter, die Brücke wackelt vielleicht noch ein bisschen, der Kirchturm ist hoch. Und es gibt so einen kleinen Moment von Höhenangst, freakt ganz kurz unsere Psyche. Und das Verrückte ist, wie verrückt, später wird nicht ganz klar erinnert, ob es Kribbeln war aus Angst vor dem Risiko oder ob es ein bisschen Kribbeln war, weil die Person, mit der man zusammen war, eben einen zum Kribbeln bringt. Ganz geiler Trick, wenn du den hinkriegst, gönne ich total, ja, total, weil du hier tatsächlich Verknalltheit erhöhen kannst. Übrigens, gerne den Kanal abonnieren, falls du nicht abonniert, damit du keine weiteren Videos verpasst, wo ich auf das, was alles noch produzieren. Und natürlich weiterleiten an Leute, wo du denkst, die landen und bleiben leider in Freundschaft plus hängen. Und wir kommen zum dritten Punkt. Und der dritte Punkt ist für mich alles wichtige Punkte. Der dritte Punkt ist einer, wo ich sage, das, aber nee, den brauchst du jetzt. Und zwar, wenn du an die Person denkst, trau dich mal, ganz kurz so zu denken wie die Person. Wie denkt die Person denn? Dieser kleine Hallo-Tri hat sich jetzt, was ich am Schluss ja noch besprechen werde, nicht mehr gemeldet nach dem Sex. Hat gesagt, der Sex war total geil und großartig und wunderbar, aber jetzt ganz entspannt, ist einfach mal eine Woche, zwei vergangen und er hat, obwohl er das wollte, nicht mehr gesagt, wann wir zusammen jetzt mal wieder zum Italiener gehen. Das hat er noch erwähnt. Jetzt ist es weg. Warum? Ganz stark der dritte Punkt, geh in die Psyche vom anderen. Das ist echte Empathie. Falsche Empathie, ich bin ja so empathisch, aber ich habe keine Ahnung, warum man sich nicht meldet. Echte Empathie ist, wenn ich in ihn reinfühle und ich kann langsam so ein bisschen in ihn reinfühlen oder in sie reinfühlen, dann spüre ich schon, wie eigentlich der Sex cool war, nett war, schön war, heiß war, ihn sie etwas entspannt hat und deswegen voll frech denkt er jetzt, ja, läuft eh. Und jetzt habe ich erstmal wieder 2 Wochen, wo ich mit meinen Kumpels zocken kann, mich um die Arbeit kümmern kann. Aha, da steht er also irgendwo. Empathie ist, sich da rein zu versetzen, dann zu überlegen, alles klar. Das heißt, momentan fehlt ihm kein Sex, keine Zärtlichkeit, das, was ich gerne hätte. Das kann ich aber auch, wenn ich will. Und ich schluck das runter mit Absicht und gehe mental in den Zustand, in dem er oder sie ist. Und sagt, nee, brauche ich auch nicht. Aber der Italiener, auf den hatte ich Bock, weil, seit du den von dem erzählt hast, ich mag immer so kleine Sätze, so kleine,
in deiner Kommunikation, wenn du mit ihm schreibst, diese kleinen Sätze davor und dahinter, die sorgen dafür, dass es leichter durchgeht. Es ist wie, wenn die Farmers ihre Hustensäfte für Kinder so ein bisschen süßlich schmecken machen, damit das Kind sagt, lecker Hustensaft. Die Eltern denken sich so, Gott sei Dank schluckt das Kind die Medizin. Die Pharmazie denkt sich, Gott sei Dank werden unsere Hustensäfte gekauft. Und das kleine Kind denkt sich, lecker, es gibt was, was wie ein Bonbon schmeckt. Und so ist das mit diesen kleinen Sätzen, die du da einbauen musst. Und deswegen, ich schreibe, hey, du wolltest dich melden. Wann gehen wir denn zusammen zu Italiener? Nein, richtig? Ich krieg den Italiener nicht mehr aus dem Kopf. Und war auch lange nicht mehr. Wie sieht es eigentlich bei dir? Gerne nächste Woche aus. Donnerstag oder Freitag. Freitag gestrichen. Mittwoch oder Donnerstag. Gibt ja Gründe, warum man den Freitag nicht hergibt. Mittwoch oder Donnerstag. Und häufig funktioniert es, weil man denkt so, okay, stimmt, ja, wie fies von mir, die Italiener ins Spiel zu bringen, dann gehen wir gar nicht. Und zack, hast du dein Date. Viertens ist nämlich, wir machen das, gehen auf das Date, wir gehen zum Italiener. Und während wir also jetzt die Früchte ernten, dass die Freundschaft vielfältig ist und weitergeht, und nach dem Italiener geht dann noch ein kleiner Spaziergang, weil du auch irgendwo anders was oder davor was kaufen musst und dort, oder irgendwas einen Brief einwerfen musst, egal, du wirst Punkte finden, mit denen du für Abwechslung sorgen kannst. Jetzt hast du viertens den nächsten Punkt. Du wünschst dir nicht, trau dich das bitte. Es ist, man muss sich ganz viel trauen, auch bei der Friendzone raus, auf dem Friendzone-Ratgeber. Es geht darum, dass man sich Sachen traut. Traut anzufassen und loszulassen. Aber wir bleiben bei Freundschaft plus, wir sind nicht bei raus aus der Friendzone. Und da ist der Punkt jetzt, dass du dich traust. Komm zu dir, Schultern zurück. Wer meine Live-Videos kennt, montags, Instagram, TikTok, YouTube, der weiß, dass es verschiedene Haltungen gibt. Hier vorne, oh, kriegen wir das Date? Gibt es einen Sex? Gibt es einen Kuss? Ich weiß selbst, wie ich da saß. So, ich würde mit ihr so gerne jetzt einfach nach nebenan gehen. Dort wäre ein riesiges Himmelbett gestanden. Keine Ahnung wofür. Stattdessen musste ich ihr gegenüber sitzen, beim Italiener. Und sie war so, ach, ich weiß gar nicht, vielleicht war es ein Fehler, dass wir uns jetzt so schnell wieder getroffen haben. Und ich so, nein, war es nicht, aber ich durfte es nicht sagen. In dem Moment brauche ich nicht hier vorne, wo wir gierig hängen, sondern Schultern zurück, antidepressive Körperhaltung, zack, hier. Wo du sagst, ich kann auch locker eine Runde, zwei Runden ohne Sex. Warum? Es ist, versteh das, wie das Aufziehen von so einem alten Spielhasen oder so einer Spielfigur. Und plötzlich hat die wieder Energie und marschiert in die Strecke, in die Richtung, die du willst. Es sind diese Momente, wo er sich denkt, die ist ja wie ich, ein bisschen total easy. Die will jetzt gar keinen Sex, die liegt jetzt gar nicht an auf Zärtlichkeiten. Jetzt, wo ich sie hier so sehe, wo ich sie so betrachte, wie sie da so lacht und wir uns unterhalten. Eigentlich, ich hatte eigentlich heute Abend vor, gar früh ins Bett zu gehen, damit sie nicht denkt, dass ich ihr Freund bin. Aber jetzt, wo sie eigentlich auch nicht denkt, dass ich ihr Freund bin, jetzt wäre es vielleicht ganz nett, ein bisschen zu kuscheln. Das erreichst du nur, wenn du viertens bei den Treffen selbst teilweise schaffst, es runterzuschlucken. Und ich weiß, wovon ich spreche, weil ich auch die andere Seite kenne, wo ich dann beim Essen sitze und im Gesicht gegenüber total offen die gesamte Zuneigung ablesbar war. Und ich gedacht habe, oh, ein bisschen bremsen, sonst denkt sie noch, du willst nicht in diese Falle laufen. Erspar dir die Falle, teils mit anderen Leuten, Freundinnen, die auch in diese Falle laufen. Tut es nicht und genießt, wie der andere anfängt, das, was du willst, Strecke in deine Richtung zu machen. Ich komme zum fünften Punkt und wie gesagt, gerne abonnieren, wenn noch nicht geschehen. Und danke für den Support von diesem Kanal und gerne werden wir weiter fragen, dass, wie hier das auch aufgrund eurer Fragen entstanden, wie diese beantworten, damit du aus Freundschaft plus in Beziehung kommst, weil es ist möglich. So, der fünfte Punkt und für mich ist das ein kleiner Knaller und ich probiere es mal, ich hoffe, dass er ankommt. Wir sind ganz häufig, bin ich gewohnt, solche Gespräche im Coaching zu haben. Klar, wir immer Albert Coaches, findest du unten in den Kommentaren, du kannst wann immer du irgendwo hängen bleibst, wenn du sagst, ah, an der Stelle komme ich nicht weiter, dafür sind wir da, dafür bin ich da. Das ist unser Job, das machen wir von morgens bis abends am Telefon. Und ich kann mich gut an Momente erinnern, wo ich diesen fünften Punkt reingebracht habe. Der ist nämlich ein bisschen komplex. Ich probiere es trotzdem und wenn es mir gelingt anzukommen, yes, gerne einen Daumen hoch. Freue mich immer über den Support und natürlich das Dankeschön. Inspiriert uns, Videos wie diese weiterzumachen und zu produzieren. Auf geht's, der fünfte Punkt. Wenn die Person einen kleinen Weg in deine Richtung macht,
Ich weiß jetzt nicht, wie eure Begegnungen aussehen. Ich nehme mal Begegnungen, die mir zuletzt am Telefon beschrieben worden sind. Wir haben uns getroffen, es waren mehrere Leute dabei, es war nett, wir waren in der Clique unterwegs und es war wieder dieses Typische von, wir sind ein bisschen special, aber eigentlich auch gar nicht und die anderen sollen es auch nicht merken und deswegen hat er sich sogar mit Absicht ein bisschen sogar um andere mehr gekümmert und das hat mich schon fast geärgert, wie er speziell mit der einen so ein bisschen geflirtet hat und so weiter und so fort. Dann habe ich gemacht, was du gesagt hast, Emanuel, ich habe mich dann auch so verhalten, dass es ihn irgendwie dann plötzlich doch gereizt hat, zu mir zu kommen und so weiter und so fort. Und jetzt kommt der fünfte Punkt. Er öffnet sich und traut sich, was in deiner Richtung zu sagen. Er kommt mit irgend so einem, du siehst heute süß aus oder auch total schön, denk mal an die hier. Riechst gut. Oh, was für tolle Komplimente. Wenn man ein Geruchkompliment bekommt, warum? Weil das Stammhirn gesprochen hat. Das Stammhirn sagt mit einem Großkompliment, du und ich, wir würden übrigens ganz geile Kinder kriegen. Das denkt sich natürlich der Neokortex nicht, der Kopf denkt sich das nie, denkt natürlich nicht, jemand Freundschaft Plus denkt nicht an Kinder, aber das Stammhirn, die Echse, die immer wach ist, die dafür sorgt, dass die Grundfunktionen funktionieren, wie fressen, schlafen, Sex haben, fortpflanzen etc., die sagt eigentlich, wenn du ein Großkompliment bekommst, dass du für mich schon, also wir wären, also bei uns die Produktion, die, das wäre ziemlich cool, weil es diesen idealen Geruchs, also diesen idealen Abstand gibt im Immunsystem, den das Nervensystem, Zentralnervensystem, über den Geruch testet. Ganz geil, wenn der stimmt. Monster-Kompliment, aber es kommen auch andere Komplimente. Wir sind auch beim fünften Punkt. Vorsicht, es kommen also diese Komplimente. Oder die Jeans steht dir gut. Da weißt du gleich so, hat mir auf den Arsch geschaut. Ha! Und sonst irgendwelche Sachen. Vielleicht hast du ihn auch ein bisschen geneckt, falls du die Frau bist. Und der kommt dann mit so Sachen wie, und dieser süße Ausschnitt, sag mal, ich kann mich gar nicht mehr konzentrieren. Herrlich. Wir alle lieben solche Momente, weil die Chemie stimmt ja. Ihr seid ja nicht in Freundschaft plus, weil ihr euch nicht mögt, sondern weil es schon ziemlich gut ist mit euch beiden. Oder umgekehrt, Jungs, falls ihr in der Situation seid, was ist das? Oh, dein Arsch sieht in der Hose geil aus. Schönes Kompliment. Oder auch sowas wie, Shirt sieht gut aus oder lässige neue Schuhe oder irgend so etwas. Und du denkst dir so, und jetzt kommt der fünfte Punkt. Nicht wegrutschen, schmelzen und gleich das Kompliment erwidern. Nein, bitte nicht. Gestern Abend im Coaching, als ich es noch nicht gesagt habe, hier wäre die ideale Antwort gewesen, ein cooles, leichtes, kleines Danke. Und jetzt kommt's, jetzt der Teaser. Auf die Pfoten hauen, wie die Mama früher, wenn man die Finger im Teig hatte. Und wie klingt das dann? Hast du mir jetzt schon auf den, hast du mir schon wieder auf den Po geschaut? Hast du, was interessieren dich meine Schuhe? Ja? Als Mann kannst du den oder bei der Frau? Wie mein Ausschnitt. Ich glaube, ich muss bei den oberen Knopf zuknüpfen. Das ist Zufall. Ich wollte eine ganz andere Bluse. Mach daraus etwas Zufälliges. Zieh den roten Faden der Katze wieder weg, damit sie hinterher springt. Zieh die Teigschüssel dem kleinen Jungen weg, der gerade angefangen hat, die ersten Reste rauszu. Weil dann passiert Folgendes. Der Jäger wird aktiviert und er kommt ein kleines Schrittchen mehr in deine Richtung. Und wir sind auch immer noch im James-Bond-Film. Vergiss die Punkte, ich sehe Bonn alle aufeinander auf. Wunderschön. Wir haben jetzt, nachdem es den kleinen Süßmoment gab, weil du, danke, haben wir wieder so einen Wegziehen. Plötzlich kommt der Bösewicht wieder und sagt, oh, hast du gerade? Und verkneift dir so eine bittere Bemerkung wie, das hättest du auch ihr sagen können, mit ihr ist den ganzen Abend gequatscht. Das schlucken wir runter. Eigentlich der sechste Tipp, den gibt es einfach zwischendurch, weil das will ich auf keinen Fall, das sind die großen bösen Fallen. Sondern genieße, dass du den roten Faden wegziehst und sogar riskierst, dass es am selben Abend wirklich kein Sex und keine Annäherung kommt, zu der Annäherung kommt. Und dann schau dem zu, wie der Hefeteig über die Tage wächst und der andere plötzlich so ein bisschen so, oh, das war unfair neulich. Kurz, erlaube dir, mit dem Thema zu spielen. Ich weiß, das erfordert Mut, aber den hast du, wenn du diese Vision hast. Wenn du eine schöne Vision hast, eine schöne Beziehungsvision für euch hast, dann kommt damit idealerweise auch der Mut, dass man damit spielt. So, ich hatte versprochen, ganz am Schluss, er hatte mit dir Sex, vielleicht sogar das erste Mal und jetzt gibt es keine Meldung mehr. Bäm. Das ist tough, das ist auf die Fresse, es ist extrem uncool und ich muss ganz ehrlich gestehen, ist mir als Mann auch schon passiert, ist natürlich häufiger bei Frauen als bei Männern, Unterschied Mann-Frau. Für Männer ist Freundschaft plus nice, schön und ich kriege sogar Sex, aber ich muss nicht die ganzen Verpflichtungen einer Beziehung eingehen. Deswegen ist es eigentlich, wenn dann, eher hart für die Damen dieses Universums, weil man öffnet sich,
man gibt sich hin, du gibst dich hin, du öffnest dich. Das ist krass, das ist viel. Und das ist teilweise der größte Liebesbeweis, den man am Anfang geben kann. Und der Mann geht raus, als ob er in einem verdammten Süßigkeitenladen gewesen wäre. Und ja, danke für die leckere Lakritze oder den dicken Lolli oder die Gummibärchen. Das ist immer mau und ganz doof. Und deswegen, wenn dir das gestern oder vorgestern, in den letzten Tagen passiert ist oder einer deiner Freundinnen teilt das Video, dann ist das Erste, wir müssen dich aus dem Schmerz in den Stolz bringen. Habe ich am Anfang schon gemacht und jetzt nochmal für dich. Das heißt, von warum kommt nichts mehr zu? So weit sind wir schon mal gekommen. Erster Schritt geschafft. Chuck, check. Du musst die Treppe dahinter sehen. Beziehungen dürfen Zeit haben. Zweitens, okay, du spielst cool. Das kann ich spiegeln. Ich spiele auch cool. Und bitte, weint nicht, wenn ich euch darum bitte. Die, die am lautesten schreien, dass sie das nicht mögen, wenn man strategisch ist, sind die, die am meisten tief fallen, weil wir brauchen heutzutage einfach, dass wir dem Mann in dem Fall zeigen, dass wir so entspannt sind wie er. Es geht nicht darum, dass du ein Spielchen machst. Das ist das völlig falsche, die völlig falsche Denkweise, weil so bin ich ja total selbstsabotiert. Oh, Spielchen, ich mag auch keine Spielchen. Es geht darum, dass ich sage, Moment mal kurz, der, der mich interessiert, ist jetzt gerade easy, bin ich auch. Du lässt dir also schön mindestens 10 Tage bis 14 Tage Zeit. Dann gibt es eine kleine Nachricht, als ob ihr keinen Sex gehabt hättet. Die haben also irgend so einen Anknüpfer, den man nach 10, 14 Tagen hochwirft, an dem nicht steht, ich will dich sehen, nicht steht, wo bist du, nicht steht, ich vermisse dich, alles nicht, was emotional ist. Wir sind ganz nüchtern und trocken bei irgendeinem süßen Anknüpfer. Oder am Samstag ist wieder die Party. Und dann schreibt er, ah, noch keine Ahnung, ob ich hingehe. Dann schreibst du natürlich, wir spiegeln. Auch keine Ahnung, ob ich hingehe. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass ihr euch dort begegnet, ist in diesem Moment schon gestiegen. Wenn er gar nicht reagiert, gibt es für mich genau zwei Sachen. Erstens, du kannst mal schreiben, sorry, du antwortest nicht, soll ich den Kontakt löschen? Ganz einfach. Und dann löscht den Kontakt nach 24 Stunden. Oder, wie ich auf TikTok auch immer gerne sage, in dem Moment, wenn er dann keine Aufmerksamkeit für dich hat, ab auf den Müll. Bumm. Dann war es, und dazu möchte ich dir gratulieren und dich aufbauen als dein Coach, dann war es von dir der Versuch, euch eine Beziehung zu ermöglichen. Aber wenn gar nichts kommt und der andere sich auch noch daneben benimmt durch Unaufmerksamkeit, dann ist es nicht das, was du willst. Aber es ist schön, dass du dieser Sache die Chance gegeben hast und lernst, beim nächsten Mal machst du es besser. Danke für Teilen und Likes und alles Gute und ich wünsche dir natürlich, dass daraus eine Beziehung wird. Toi, toi, toi.